Moin und herzlich willkommen auf Ben Masterful zum Montag-Star-Wars-Video. Diesmal hat mir Jack Amuro geschrieben, weiter so, Ben, Alf oder Puschen, deine Star-Wars-Videos sind einfach cool. Dankeschön und heute habe ich für euch die Mini-Tendose der Movie Card Collection Serie 3. Tada! Ja, Star Wars Montag und ich präsentiere die Star Wars Tindose der Movie Card Collection Serie 3. Heute auch wieder mit Facecam, mit DSLR, mit Zusatzmikro, mit Tindose und mit Super Mega Luke Skywalker Laserschwert. Das Ganze ist, wie gesagt, das Laserschwert von Luke Skywalker aus Episode 5 oder 6 Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das Ganze ist ein Replika von der Firma Hasbro. So sieht das schöne Ding aus. Und ja, dazu gibt es auch noch einen schönen Wandhalter bzw. einen Laserschwertständer. Den werde ich auch irgendwann bei Gelegenheit nochmal zeigen. Das Ganze ist aus Metall, nicht so wie aus Plastik, wie die Taschenlampe, die ich neulich hatte. Und hier sogar noch so ein Clip, da gibt es noch so einen Gürtelclip, dass man sich das Ganze halt an den Gürtel hängen kann. Und ja, auf jeden Fall richtig schön, richtig schwer. Das wiegt bestimmt 1,5 Kilo. Ja, auf jeden Fall, also schon eine ganze Menge. Gut, kommen wir zum eigentlichen Hauptthema, zum Hauptvideo heute. Und zwar, genau, Star Wars Force Attacks, Tindose, Movie Card, Serie 3, inklusive 22 Force Attacks Karten und eine limitierte Karte. Das ganze OVP, wieder bei Amazon bestellt, Link unten in der Beschreibung, falls ihr immer fragt. Es gibt immer Leute, die fragen und deswegen unten in der Beschreibung sind Amazon Links, wo ihr euch das Ganze auch bestellen könnt, falls es jetzt noch vorhanden ist. Gut, machen wir das Ganze mal auf. Ja, wie ihr seht, geht nicht ganz so easy hier mit dieser, mit der Folie. Ah, jetzt, nein, jetzt, ah. Okay, so sieht sie also aus. Richtig schön, finde ich. Gefällt mir richtig gut, deswegen habe ich sie mir auch nochmal geholt. Ich hatte sie bisher ja nicht. Ist insgesamt meine dritte Mini-Tindose. Also, wie gesagt, Mini-Tindosen hatte ich bisher wenige. Gut, machen wir das Ganze mal auf. Geht auch recht schwer. Das kann auch daran liegen, dass meine Hände irgendwie noch recht frisch eingecremt sind. Das heißt, so lange ist es, ja. Ah, okay, tada. Und da sehen wir auch schon gleich die limitierte Auflage Prinzessin Leia. Holen wir das Ganze mal raus. Und weiter ist hier in diesen Tindosen nichts drin. Das Ganze können wir dann halt wieder zusammen machen und hier schön ins Bild legen quasi. Und dann haben wir hier jetzt die ganzen Karten, die ich euch jetzt präsentieren werde. Ja, Movie Card Collection, da erinnert ihr euch, da fehlen mir nicht mehr viele Karten. Von den Base Karten nur noch die 112 oder so, vielleicht ist sie hier ja bei. Guck mal, da geht's auch gleich los. Hier ist natürlich eine Spieleanleitung bei. Spielregel nennt sich das in dieser Serie. Hier steht es auch nochmal drauf, Serie 3. Ja, richtig schön. Schöne Spieleanleitung, gut, alles klar, es geht los mit den Karten. Ich habe hier als erstes Separatist Sis. Hey, Force Meister Count Dooku. Mit der Nummer 237. Dann als nächstes die Allianz Starkarte Prinzessin Leia. Karte Nummer 207. Als nächstes die Republik Jedi-Ritter, Zusatzpower Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi. Und dann, hey, Captain Kuji, Captain Kuji, Kartennummer 49. Die Allianz-Fahrzeug Tentive 4, Kartennummer 35. Die Allianz Jedi-Ritter, Obi-Wan Kenobi, einer meiner Lieblingscharaktere von Star Wars, Karte Nummer 5. Das Imperium-Fahrzeug, AT-AT-Läufer, Karte Nummer 64. Separatist Strike Force, Count Dooku.
Die Republik Jedi-Ritter, Mace Windu, mein absoluter Lieblingscharakter. Wer zuletzt mein Fragen-Antworten-Video letzte Woche gesehen hat, weiß, da habe ich dazu ja auch ein bisschen was erzählt. Kartennummer 97. Die Allianz Strikeforce, Prinzessin Leia. Ja, ich glaube, mein absolutes Lieblingsbildchen, meine absolute Lieblingskarte. Vielleicht von ihr, also, tja, was soll ich dazu sagen? Star Wars Söldner, Wilder, Tastenräuber oder Tuskenräuber, ich bin mir gerade nicht sicher, wie das im Film genannt wird. Kartennummer 88. Das Imperium Sturmtruppen. Sturmtruppe, Kartennummer 50. Ich glaube, das sind alles doppelte Karten. Ich glaube, ich habe so viele doppelte Karten, dass es sich fast schon lohnt, eine zweite Sammelmappe zu holen. Oh. Die Allianz Fahrzeug, X-Wing Sternenjäger. Söldner Droide. EV-9D9, Karte Nummer 90. Die Allianz Fahrzeug, Lazarettfregatte. Das Imperium Strikeforce. Karte Nummer 171. Das Imperium Fahrzeug, T-Advanced, Karte Nummer 60. Separatist-Droide TC-14. Ja, sieht eigentlich so aus wie C-3PO. Und finde ich ein bisschen merkwürdig, weil wer die Geschichte von Star Wars kennt, in Episode 1 ist C-3PO eine Einzelanfertigung von Luke Skywalker. Deswegen finde ich es merkwürdig, dass es dann auf einmal so eine, ja, TC-14-Version gibt. Naja, Separatist-General. General Grievous. Mit der Kartennummer 139. Separatist Fahrzeug. Wheelbike. Oha. Kartennummer 147. The Wheelbike. Ach ja, genau. Das ist ja das Ding, auf dem General Grievous flieht. So rum ist doch richtig. Genau. Darauf haut er ja ab und Obi-Wan Kenobi hinterher, bevor oder als die Order 66 ausgesprochen wird. Die Republik Droide. Stapler-Droide mit der Kartennummer 130. Die Republik-Kanzler. Der oberste Kanzler Palpatine. Das ist eine Karte aus dem Movie, also Episode 1. Weil da war ja noch oberster Kanzler Palpatine, glaube ich. Oder in Episode 2 auch noch. Bin ich mir jetzt... Okay, ich bin mir... Oh, ah, die Karte Nummer 112. Haha, ja, Basekarten vollständig. Wie geil ist das denn, mal ganz ehrlich. Da wundere ich mich über den Namen und überlege, welche Episode es ist und merke gar nicht, dass ich jetzt aktuell die Basekarten vollständig habe. Also, nächsten Montag Mappen-Update, egal was ist, ob was Neues an Star Wars kommt, auf jeden Fall ein Mappen-Update werde ich, muss ich machen. Und jetzt, oha, die Allianz-Rebellen-Führerin. Die limitierte Auflage, Prinzessin Leia. Ja, auch hier wieder einer meiner Lieblingskarten, Prinzessin Leia. Einfach klasse aus Episode 4, 5 und 6. Kartennummer LE3. Cooles Teil. Auch hier die Stärkewerte und Abwehr und Angriff noch nicht so hoch. Bei ihm wollte ich nochmal sagen, ja, das war's hier von dieser schönen Mini-Tin-Dose. Auch hier ist eine Beule drin, sehe ich gerade. Das ist, ärgert mich gerade. Okay, kann man rausdrücken. Ja, alles wieder gut. Bestimmt vom Transport oder ähnliches. Gut. Wieder eine neue Mini-Tin-Dose bei mir im Schrank und bald im Regal. Ich werde euch irgendwann in der Roomtour alles zeigen. Gut, das war's von mir. Jetzt wieder irgendein Outro mit einem schönen Video verlinkt. Und ja, schaut mal rein, würde mich freuen. Vergesst auch nicht meine anderen Kanäle, Alf Puschen und Too Let's Do, mein Gaming-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ja, bis morgen. Ciao. Willkommen im Outro. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch wieder einmal gefallen. Und wenn dem so ist, gebt mir euren Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, was euch an diesem Video gefallen hat und was nicht. Jetzt am Ende möchte ich euch natürlich nochmal ein weiteres Video von mir ans Herz legen. Und zwar schaut mal unter diesem Video hier. Dort findet ihr ein weiteres Video, das ihr euch gerne mal anschauen könnt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und hier neben mir sind nochmal meine weiteren Kanäle aufgelistet. Klickt mal rein, schaut vorbei und ja, lasst euer Abo da, würde mich sehr freuen. Das war es jetzt von mir aus Ben Masterful. Und ja, sucht euch was aus, wo ihr draufklicken könnt. Das Video ist besonders zu empfehlen.
Ciao, ciao, ich bin weg.